Belly Louis wieder hier, und zwar darf dieser Duft natürlich nicht fehlen. Den wollte ich euch natürlich auch noch mitgeben auf dem Weg. Bombastisch, das ist ein Beast Mode. Okay, ich habe davon nur so eine kleine Probe, ja, von 2 Milli, aber das reicht mir definitiv, weil hier arbeite ich nur tröpfchenweise. Das ist nämlich ein richtiger Beast, Leute. Und ich spreche vom Razazi Shura, Leute. Bombastisches Teil. Bombastisches Teil, eine Haltbarkeit von über 12, 13 Stunden definitiv. Der projiziert richtig, richtig biestig, ja, wie ein Biest. Die ersten 2, 3 Stunden definitiv projiziert das sehr, sehr stark. Rauchig, süß, rosig drin, freezy ist drin, Tomatenblatt ist drin, das ist was ganz Seltenes, Zeder und Moos ist drin, ja, also hier habt ihr wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe, gute Qualität an Ingredienzen von der Firma Razazi. Die sind ja sehr gut bekannt, dass die günstige Dufte machen und die auch teilweise auch gute Dupes machen, ja. Also hier haben die definitiv ein kleines Meisterwerk geschaffen, Razazi Shura, kleiner Beast. Ein Ausgehduft definitiv, okay. Ein Abendduft, ja, tagsüber würde ich den nicht riskieren zu tragen. Vor allem in warmen Zeiten nicht, weil sonst kriegt ihr definitiv euch um die Ohren gesagt, was für eine Projektion der hat. Der ist brutal. Tragt den abends, aber dann definitiv projiziert der brutal und der wird euch sehr, sehr gut stehen. Wie gesagt, ein rauchiger, süßer, sehr fruchtiger Duft, ja, sehr unique, definitiv. Wenn ihr den habt, hat nicht jeder so eine Duftrichtung. Wirklich top, auf jeden Fall. Gute Haltbarkeit, gute Arbeit, was Razazi da abgeliefert hat mit diesem Duft. Guter Middle East Beast Mode, ja. Das war's von mir. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Gebt ihr mir Bescheid, was ihr davon haltet. Wir sehen uns schon mal beim nächsten Video. Ich sag schon mal. Ciao Belli, bis nächstes Mal.